Kapitel 4. Ein simplerer Pfad. Gut, dann haben wir das also geklärt. Für mich selber reicht das, denke ich, erst einmal Informationen. Den Rest finde ich mit der Zeit heraus. Nun zu meiner Gegenleistung. Erzählt mir vom Plot, Kaiser. Wenn es um ein derartiges Thema ging, um einen Ehren, meldete sich sofort der ortsansässige Holdreher zu Wort. Der Kerl macht komplett keinen Sinn. Taucht ohne Muster irgendwo auf, greift an, wen er findet. Macht Leuten mit Zaubertricks Angst, bevor von einem Rachefeldzug redet und geht dann wieder. Ich meine, das ist eine ziemlich grobe Beschreibung, aber irgendwo stimmt es. Wir wissen eigentlich nicht mehr über diesen Plot-Kaiser. Nun, das war schlecht. Mit so wenig Information konnte Epsilon wirklich nicht arbeiten. Natürlich wusste sie selber noch etwas mehr, aber ob das reichte? Und wie steht es mit Anhängern? Hat er solche? Gibt es Pokémon, die an seiner Seite kämpfen? Zu Epsilons großer Überraschung schüttelte Elementare auf diese Frage hin den Kopf. Nein, zumindest hätten wir noch nie von so etwas gehört. Niemand weiß überhaupt, was der Plot-Kaiser denn will. Wieso sollte man sich ihm dann anschließen? An sich ein guter Punkt, aber wenn es um so einen Feind gibt, glaube nicht, dass alles Sinn macht. Vielleicht gibt es ja auch Pokémon, die Bescheid wissen. Aber gut, zumindest weiß ich jetzt, dass er keine offenen Teammitglieder hat. Schon mal anders als ich damals. Und diese Information hilft dir jetzt wie? Wir wissen, dass er vielleicht keine Teampartner hat. Das ist nicht sonderlich viel, oder? Nein, ist es nicht. Aber ich kann damit leben. Ihr werdet noch Augen machen, das verspreche ich. Ich schwöre euch. Ich werde dem Plot-Kaiser keine ruhige Minute lassen. Wieder fielen manche unsichere oder gar misstrauische Blicke durch den Raum. Epsilon bemerkte diese auch, doch es war ihr egal. Denn sie wusste selber, was sie erreichen könnte. Also, gibt es doch irgendwas, was jemand sagen will? Wenn nein, dann sollten wir diese Versammlung hier beenden. Niemand erwiderte etwas. Sie alle hatten erfahren, was sie erfahren sollten. Gut, dann sind wir fertig. Kel, mit dir wollte ich jetzt noch reden. Unter vier Augen. Dieses Mal gab es leichten Widerspruch. Doch nicht vom Fukano selber. Aber ich möchte ihm sein neues Zuhause zeigen. Und wie soll er denn den Weg finden, wenn wir ihn nicht hinführen? Aurora, du weißt, dass ich auch weiß, wo ihr wohnt? Also, zumindest hofft der Epsilon, dass es dasselbe Haus wäre wie in ihrer Zeit. Aber diese Unsicherheit will sie nicht zeigen. Nun kam auch Polar seiner Mutter zur Hilfe. Bist du sicher, dass du Kelso auf unseren Dachboden scheuchen willst? Ich glaube nicht, dass da Platz für irgendwas Lebendes ist. Zumindest nicht für etwas, was man da haben will. Wo ich Kelma optimistisch dazu zähle. Etwas unsicher blickte Aurora zwischen ihrem Bruder und ihrer Mutter umher. Gab jedoch letztlich nach. Du hast ja recht. Also gut, gehen wir und richten schon mal den Raum ein. Bring uns Kel dann, sobald ihr fertig seid, okay? Selbstverständlich! Langsam zogen so alle Pokémon ab. Alle. Abgesehen von Epsilon und jenem Pokémon, welches sich immer noch für einen verwandelten Menschen hielt. Also dann, aus deiner vergessenen Zukunft kommst du, in der du mich kanntest und du erwartest, dass du mit so einer Geschichte durchkommst. Dass du meinen Namen kanntest, sagt nichts. Es gibt logischere Gründe dafür als Zeitreise. Und du sagst das aus Überzeugung? Und nicht aus Angst davor, dass ich mit dem Recht habe, was ich sonst sagte. Die Stille, welche als Antwort folgte,
verriet alles, was Epsilon wissen musste. Sag mir halt, was ich sonst noch wissen muss. Dieser Moment war der erste seit ihrer Rückkehr in eine neue Vergangenheit, in welchem sie Mitleid verspürte. Dieses Fukano war gerade erst in einer fremden Welt gelandet, geplagt von einer ewig erlogenen Vergangenheit und nun im Wissen, dass in seinem Inneren ein Dämon schlummerte. Hör mir zu, Kel! Ich weiß, dass es alles für dich gerade wirklich schwierig ist. Ich weiß es vermutlich besser, als du glaubst. Ich war selber an einem sehr dunklen Ort. Die Zeiten können schlimm sein. Aber lass dir eins sagen. Du willst kein Monster sein, nicht? Natürlich nicht. Für wen hältst du mich? Für jemanden, der keine rhetorischen Fragen versteht. Aber dann lass mir dir eins sagen. Der Dämon in dir kann nur wachen, wenn du den Hass herrschen lässt. Ich weiß, was du über dich selber denkst. Der gebrochene Mensch. Zu nichts gut und von allen gehasst. Jener, der nicht einmal mit den Konsequenzen seiner eigenen Aktionen leben konnte. Diese Worte ließen Kel erstarren. Keine Sorge. Ich werde niemandem etwas sagen. Und du auch nicht. Denn zwei Dinge. Das hört sich jetzt vermutlich sehr seltsam an, aber glaube nicht alles, was du zu wissen scheinst. Es gibt jemanden, dem es sehr wichtig ist, dass du dich schlimmer in Erinnerung hast, als du es warst. Und ich verspreche dir eins, nicht nur, weil sie meine Tochter ist. Du kannst Aurora vertrauen. Sie war schon immer reinen Herzens. Gib dem Leben eine zweite Chance, so wie es dir eine gegeben hat. Versuche einmal zu vertrauen. Und du wirst sehen, ob es wirklich so schlimm ist. Du verstehst mich nicht. Du bist blind für den Egoismus im Inneren eines Wesens. Nein, das bin ich nicht. Deshalb war ich einst Plottkaiserin. Ich wurde zu einem Monster, wie du es nicht werden willst. Weil ich glaubte, die Wahrheit zu kennen. Zudem, letztlich ist jeder egoistisch, ja. Was will Aurora? Sie will sich glücklich fühlen. Was bringt ihr Glück? Das Glück anderer. Es ist ein gemeinnütziger Egoismus, der manche antreibt. Ist es wirklich schlimm, dass Pokémon sich selber Gutes wollen, wenn sie dabei anderen helfen? Für einen Moment schien Kel zu verwirrt von dieser Aussage, um überhaupt etwas erwidern zu können. Es liegt nicht an mir, an deiner Stelle zu urteilen. Aber ich sehe es als meine Pflicht, dir einen Rat zu geben. Vor dir liegen mehrere Pfade. Einen von ihnen hast du in der verlorenen Zeit bestritten. In ihm hieltest du zu dir selber. Verrietest jene, die dir halfen. Und musstest mit deiner eigenen Schuld leben. Getrieben zur Reue in der Verzweiflung. Bis letztlich zum Erwachen der Bestie. Diese Welt ist nicht nur für mich eine zweite Chance, sondern auch für dich. Du hast die Chance, dieses Mal einen simpleren Pfad zu wählen. Diese Worte hatten definitiv etwas in dem Fukano bewegt. Auch wenn Epsilon sich nicht ganz sicher war, ob es Verständnis war oder nur völlige Verwirrung. Es war wirklich nicht einfach, mit jemandem über etwas zu reden, von dem nur man selber etwas weiß. Diese ganze Geschichte mit dem Dämon, der angeblich in mir schlummert. Wie glaubst du wirklich, kann irgendwie verhindern, dass er aufwacht? Gerade wenn Hass dazu beiträgt. Du redest, als wäre es definitiv abwendbar, aber was, wenn nicht? Es ist abwendbar! Du musst nur gewillt sein, dagegen vorzugehen!
gegen all die negativen Emotionen, die dieses Wesen stärken, ist Positivität die beste Waffe. Also, gib dem Ganzen wenigstens einen Versuch. Lass dein letztes Leben hinter dir. Dies ist ein neues. Kill den Menschen gibt es nicht mehr. Und versuch etwas aus deiner zweiten Chance zu machen. Wenn dich etwas bedrückt, sprich mit jemandem. Vorzugsweise deinen künftigen Teamkollegen. Ich bin mir sicher, Aurora versteht deine Gedanken besser, als du es dir je vorstellen könntest. Nun war es endlich, als Epsilon eindeutig sehen konnte, dass Kell nachdenklich schien. Also, ich... Gut, weißt du was? Ich versuche es. Ich bezweifle, dass ich mehr schaffe, als es zu versuchen, aber... Vielleicht hast du ja recht und... Ich werde positiv überrascht. Eine negative Überraschung ginge sowieso schwer genug. Jetzt hätte ich fast gesagt, dass das die richtige Einstellung ist. Aber in die richtige Richtung geht's auf jeden Fall. Also, es gäbe noch Dinge, die ich sagen könnte, aber ich denke, das war schon etwas viel für heute. Kell musste noch nicht alles wissen. Er würde nicht glauben, dass er nie ein Mensch gewesen war. Also, soll ich dir zeigen, wo du fürs Erste wohnen wirst? Okay, bring mich hin. So lief Epsilon ein weiteres Mal durch die Weiten einer ihr einst verlorenen Heimat. Dieses Mal in Begleitung eines früheren Feindes. Die Zeiten hatten sich wahrlich geändert. Und doch war die Zukunft unsicher. Der Plotkaiser dieser Welt blieb weiterhin ein großes Rätsel. Niemand konnte ihr relevante Informationen geben. Auch Epolyxus, eingesperrt in Kells Innerem, könnte bald zu einem Problem werden. An allererster Stelle durch die Plot-Armor. Epsilon hatte nie herausfinden können, wo sich das letzte Teil des Stückes versteckte. Am Vulkan und am Eisberg waren zwei Teile, die sie bloß überwachte. Jenes in der Liga war bestimmt in dieser Welt gleich, da war sie sich sicher. Einfach, weil es eine sehr gute Position für die Handlung eines Autoren wäre. Doch ohne Teil 4 wäre es alles egal. Und es war ja nicht einmal sicher, ob es zumindest am selben unbekannten Ort wäre wie in der anderen Zeit. Sie müssten die gesamte Welt danach absuchen. Aber gut, was war besser? Eine schwierige Aufgabe oder eine, die bereits gescheitert war? Schon bald näherte sich das Duo also jenem Haus, welches Epsilon einst als das ihrer Tochter kannte. In der Hoffnung, dass dies auch hier zutraf. Und lautes Räumen sowie Sprechen, welches aus erhöhter Richtung kam, bestätigte dies sofort. Und die beiden machen nicht immer so einen Lärm, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es gegen diesen Dachboden ein regelrechter Kampf ist. Sie haben vorhin nicht geredet, als hätten sie jemals dort irgendwas aufgeräumt. Als wäre es eine kontextlose Antwort, ertönte sofort ein lauter Knall, als ein leerer Holzrahmen nahe des Sorak auf dem Boden landete, geradewegs geflogen aus dem doch offenen Dachfenster. Den Schrott können wir auch später entsorgen. Erstmal müssen wir hier Platz schaffen, bevor wir überlegen, wo der Scheiß hinkommt. Kein Grund, gleich euren Besuch zu bombardieren. Einen kurzen Moment nach diesem Ausruf erschien kurz der Kopf eines Vulpix im Fensterrahmen. Sorry, das war Polars Idee. Sekunde, ich mache euch die Tür auf. Weiterer Krach ertönte aus dem Raum, bis Momente später die Tür aufging.
Ich dachte, ihr bräuchte noch etwas länger. Wir sind, sagen wir, noch nicht ganz so fortgeschritten, wie wir sein sollten. Aber kommt trotzdem schon mal rein. Nur im oberen Stock ist noch Baustelle. Polar, kommst du gerade alleine klar? Die letzten Worte rief sie laut die Treppe nach oben. Ich komme alleine besser klar, als wenn du hilfst. Danke der Nachfrage. Den Kommentar ignorierend betrat Aurora den großen Wohnraum wieder und setzte sich an den Tisch. Epsilon folgte ihr. Kell nach gewissem Zögern auch. Also dann, willkommen in deinem neuen Heim, Kell. Auch wenn du gerade noch nicht deinen eigentlichen Raum sehen kannst. Ich hoffe, du lebst dich dann gut ein und wir sind sonst nicht so laut, keine Sorge. Und streiten tut Fuller und ich uns auch nicht ernsthaft. Wir stören dich dann hoffentlich nicht. Immer noch spürte Epsilon den Rückhalt des Vulcano. Vor allem durch inneres Misstrauen bedingt. Doch er versuchte, sich an den Rat zu halten, welchen er bekam. Ich meine, letztlich bin ich sowieso nur ein Gast. Das heißt nicht, dass du dir alles von uns gefallen lassen musst. Kell stimmte dem zu. Jedoch wusste die ehemalige Plotkaiserin schon, dass er sich nie beschweren würde, selbst wenn etwas wäre. Andererseits war sie sich aber genauso sicher, dass ohnehin keine Probleme entstehen würden. Ach ja, eine Sache noch. Mama, wir... Offensichtlich wusste Aurora nicht ganz, wie sie sagen sollte, was sie wollte. Heute sind schon ein Haufen komische Dinge geschehen. Kell ist aus dem Nichts aufgetaucht. Du bist auf einmal so, wie du jetzt bist und... Gleichzeitig scheinst du alles davon zu verstehen. Weil wir gerade beim Aufräumen auf dem Dachboden... Ich und Polar haben einen komischen Gegenstand gefunden. Ich erinnere mich zwar nicht an jeden Müll, der dort rumliegt, aber... Ich wüsste, wenn ich dieses Ding jemals gesehen hätte. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du vielleicht irgendeine Ahnung hast, was das sein könnte. Du kennst dich mit komischen Erscheinungen ja aus. Unter dem Tisch hervor zog Aurora einen seltsamen Gegenstand. Einen seltsamen, güldenen Gegenstand. Einen, welchen Epsilon in ihrer ehemaligen Heimat immer gesucht hatte. Es war der Bauchschutz der Plot-Armor.